Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, die Folge 54 ist gerade gerendert worden. Und ist 536 Megabyte, also das werden so 6 Stunden Upload. Habe ich ja in letzter Folge erwähnt. Noch ganz grob am Ende. Grob, kann man auch sagen. Ganz ausführlich. Was wollte ich jetzt im Grunde noch machen? Ach ja, Brot will ich mir noch zubereiten. Ich habe mich noch dabei. Das war dann das letzte. Und diesmal habe ich wieder ein neues interessantes, vielleicht doch nicht so interessantes Thema, was im Grunde die meisten YouTuber bereits angesprochen haben. Vielleicht noch ansprechen werden. Oh, das ist ja Hähnchen. Hähnchen. Und zwar ist das Thema die Medien. Vor ein paar Tagen, beziehungsweise schon vielleicht sogar auch etwas länger her, ist der Hollywood-Star Robin Williams, also nicht Robby, sondern Robin Williams, gestorben. Den kennen sehr viele aus sehr vielen Filmen, unter anderem auch aus Serien. Und naja, im Grunde geht es jetzt nicht direkt um ihn, es geht aber um das, was ich da gelesen habe. Ist jetzt schon ein bisschen leer, ich muss erstmal wieder nachdenken, was es jetzt genau war. Es hat mich auf jeden Fall zum Denken angefordert. Denn ich war sehr, sehr überrascht, was die da geschrieben haben. Ich muss jetzt wirklich erstmal wieder ein bisschen nachdenken. Weiß nicht, was das jetzt gebracht hat, aber naja. Hätte ich mir irgendwie den Kommentar da eingespeichert oder so. Vor 2 Tagen wusste ich ihn noch. Jetzt weiß ich ihn nicht mehr. Da haben sich eben einige so beschwert, weil eben 2 Tage nach seinem Tod immer noch an den Nachrichten war, aber was soll man denn tun? Das ist ein Internetstar. Ein Hollywoodstar, also ein weltberühmter. Ein der berühmtesten Leute ist das gewesen. Und die haben sich eben beschwert und ich muss es mir jetzt ganz aus dem Gedächtnis irgendwie rauskramen. Und die haben sich eben so alle beschwert, bla bla bla, sag was anderes. Und das nach 2 Tagen, also wenn jemand 2 Tage tot ist, dann Robin Williams. Ich hab erst vor ein paar Wochen noch einen Film von ihm geschaut, als er noch gelebt hat. Weiß auch nicht mehr, wie der Film heißt. Und, naja, sorry, dass ich jetzt richtig scheiße anfange, aber ich kenne den Kommentar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, was ich danach noch sagen will. Aber der Kommentar, der ist jetzt im Grunde das Wichtigste, wofür ich das jetzt erzähle. Aber ich kenne den gerade, ich habe den gerade vergessen. Auf jeden Fall, die haben sich eben so alle beschwert und dann hat eben einer noch geschrieben: Wieso beschwert ihr euch? Das ist ein Mann des öffentlichen Lebens. Also der hat sich bewusst entschieden, dass es um ihn gehen wird und dass die Medien natürlich auch da zugreifen, dass es bei die ein gefundenes Passen ist. Ist ja sowieso logisch. Da habe ich jetzt raus, im Grunde rausgehen. Da kommt ja immer noch scheiße erklärt. Ich hab den immer im Kopf. Sorry, tut mir leid. Vielleicht finde ich den noch irgendwann. Vielleicht aber auch nicht. So, auf jeden Fall. Die Medien machen ja im Grunde, die benachrichtigen einen nach dem aktuellsten, was in der Welt passiert. Egal ob sinnvoll oder nicht sinnvoll. Wenn ein Berühmter, ein Promi stirbt, dann kommt es auf jeden Fall im Fernsehen. Das kennt man ja schon. Oder wenn irgendwas passiert, wenn der sich, keine Ahnung, so ein Nacktskandal, was weiß ich,
Wurde beleidigt, hat schon Mittelfinger in die Kamera gehalten, was weiß ich. Das kommt ja alles im Fernsehen, weil die Medien einfach das in dem allen Gold wert sehen. Wo ich jetzt sag, der will er auch nur seine Privatsphäre. Hopsala, sorry. Und da muss ich jetzt auch sagen, wenn die Medien damit nicht klarkommen, dann soll sie es auch nicht zeigen, wenn sie denken, oh Gott, wie kann das machen? Das muss sofort gebracht werden, damit alle den hassen. Oder um einen Skandal aufzubringen, das ist doch sinnlos. Das, wofür macht man das dann? Wofür, wenn man Promis dafür, sozusagen, was weiß ich, sich an Promis rächen, wenn sie nur ihre Privatsphäre haben wollen? Ein Mensch will logischerweise etwas Aufmerksamkeit. Es gibt, die meisten Menschen wollen mehr Aufmerksamkeit, als sie sowieso schon haben. Aber sie wissen noch nicht, was die Konsequenzen sind. Man wird immer verfolgt von Kameras, von irgendwelchen Leuten, die einen ausfragen. Da ist ein Zombie. Irgendwie in meiner Reichweite ist. Irgendwie wahrscheinlich vor dem Fenster hier steht. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Das war jetzt nicht erwartet. Alter, scheiß Zombie, ey. Ich hab fast einen Herzinfarkt bekommen. Da bin ich jetzt erschreckt, ich dachte, ihr wärt hinterm Haus. Weil das genauso an mein Headset ankam. Das hat 120 Euro gekostet, das soll ich was erwarten dafür. Tue ich auch, aber das... Im Einkauf sind sowieso ein bisschen die Sounds leicht verbuggt. Hier mit den Hühnern, wo man teilweise denkt, die sind irgendwie hinterm Haus. Alter. Ich muss mich erst wieder erholen, also. Naja, Und die Mädchen, die wollen eben so immer jemandem was heimzahlen. Oder immer eben so sofort einen Skandal draus machen. Oh Gott, der hat einen Mittelfinger gezeigt. Und jemanden beleidigt, keine Ahnung. Der hat jetzt einen neuen Freund, das ist die. Oder die hat einen neuen Freund, das ist der. Da, ohne Scheiß, da schert sich doch eigentlich kein Mensch drum, wer wessen Freund oder Freundin ist. Oder wer mal einen Mittelfinger zeigt, das... Ist doch ganz, ganz logisch, dass Menschen auch ihre Privatsphäre haben wollen. Welcher Mensch will 24 Stunden von der Kamera verfolgt werden und immer als, und immer so als Mustermensch durchgehen müssen. Weil die Medien es verlangen, das verlangt doch kein Mensch, das ist doch den Leuten egal, den Leuten, die interessiert es nur, was die machen, also jetzt, nicht so, oh nein, der badet, ah. Also meinst du, welche Filme oder was weiß ich, eine Regie führen, was weiß ich, einen Film mitspielen, oder keine Ahnung, was eben prominent halt also machen, moderieren, und blablabla, es gibt ja so viele Arten von Tätigkeiten, die man als Prominenter machen kann. Und da schätze ich echt keinen Schwein drum, ob jemand mal sein Privatsphäre haben will, oder wessen Freund oder Freundin, oder ob die so leicht bekleidet irgendwo sich hier so ein Fotoshooting machen lässt. Das interessiert doch keinen Menschen. Das sind vielleicht ein paar Leute, die hier leicht bekleidet unbedingt sehen müssen. Und wo sofort der Sabber da runterläuft aus dem Mund. Also interessiert sich ja niemand, ob der hat mit der Schluss gemacht und bla bla bla. Das hat doch kein bisschen mit uns zu tun. Das geht uns doch weder irgendwas an. Weder geht's den Leuten was an, noch den Medien, noch irgendjemanden außer denen, die die Beziehung führen. Also den Promi in dem Fall und dessen Freund oder Freundin. Weiß jetzt noch nicht, wieso ich seit drei Folgen nur Holz abbaue. Das gibt's ja auch nicht. Und da muss ich sagen, sind die Medien in dem Fall nervig oder nicht? Das ist... Im Grunde sagt man jetzt, so wie ich es erklärt habe, auf jeden Fall sind die nervig.
Aber die Hauptfrage, die ich jetzt stelle, ist, ob ihr den Kommentare schreiben wollt. Ich wollte nicht ein paar Kommentare mehr. Sind die Medien gut oder schlecht? Da gibt es jetzt wieder so geteilte Meinungen. Es gibt drei Arten, entweder gut, schlecht oder beides. Jetzt direkt kann man ja auch sagen, ja, die Medien sind gut, die liefern die neuesten Informationen. Egal über was, Informationen sind immer gut, kann man immer was damit anfangen. Ein Mensch bildet sich immer weiter. Das ist auch keine Bildung, wenn jemand, was weiß ich, keine Ahnung, Justin Bieber eine neue Freundin hat. Das ist doch keine Bildung, das ist doch, das geht doch jedem am Arsch vorbei. Außer weiblichen Fans. Aber sonst geht's jedem am Arsch vorbei, was weiß ich. Ich kenne jetzt nicht so, ich kenne viele Prominente, mir fällt jetzt aber keine ein. Wo jetzt so ein Skandal wäre. Wie Miley Cyrus zieht wieder nackt aus, das interessiert eigentlich keinen. Ein Mensch darf entscheiden, was er machen will. Das geht doch weder die Medien was an, noch irgendwie Leuten. Okay, in dem Fall geht's die Leute was an, weil, naja. Hier die Miley Cyrus kam jetzt ja sowieso öfter hier in den Nachrichten. Ihr Nacktskandal, bla bla bla. Da sage ich einfach nur, lass halt die Leute machen, was sie machen wollen. Das kann doch uns egal sein, was sie machen, solange sie nicht irgendwie ihre Fans oder so beleidigen. In dem Fall sind die Medien wieder durchaus nervig und relativ unbrauchbar. Sie sind gut, wenn es heißt, ja, da wurde wieder ein, keine Ahnung, Flugzeug abgeschossen, auf der Zeit, sowieso in letzter Zeit ziemlich oft. Hier mit der Ukraine und Russland. Das sind Informationen, die Leute beschäftigen. Und nicht, ja, der hat jetzt einen neuen Freund. Die hat einen neuen Freund. Der hat eine neue Freundin, die geht mir zum Kleid drauf, das ist von dem Modedesigner. Das interessiert doch kein Schwein. Aber natürlich muss man auch sagen, die ganzen Prominente, die wissen ja natürlich, wenn sie hier so prominent werden, was auf sie zukommt. Also da ist nichts mehr hier so mit ruhig im Hintergrund stehen und mitklatschen. Das ist, man muss am Vordergrund stehen und die Leute unterhalten. Aber natürlich machen die Medien wieder einen Strich durch die Rechnung, indem die hier alles mögliche. Ja, also alles mögliche einfach so sagen, was eigentlich relativ unnütz ist. Was man gar nicht braucht, was im Grunde niemanden wirklich. Niemand interessiert. Wir fangen bei ProSieben, es steht da jetzt dann immer so, deshalb Kreis, das geht mir aber auch schon auf die Nerven, Alter, das muss doch nicht sein, man muss doch nicht unbedingt darauf antworten, wenn man es nicht freut oder nicht. Wenn es nicht interessiert, muss er doch nicht darauf antworten. Ich sehe immer irgendwelche komplett falsch am Platz liegenden Kommentare, unter was es sich irgendwelchen generell gegen, also unter allen Kommentaren, unter allen Posts sehe ich immer unnütze Kommentare, egal unter welchen Post, von Prominenten oder nicht. Das ist jetzt auch so eine Sache. Also manchmal sind auch die kommentieren auch wirklich lästiger als die Medien, weil die natürlich noch das alles in Dreck ziehen müssen. Wenn es jemanden nicht interessiert, dann soll er sich einfach. Ja, aber da muss er sich ja nicht anschauen oder muss er sich ja auch nicht mit beschäftigen. Ich kapiere das immer noch nicht. Es gibt wirklich manche Menschen, die alles immer noch extra provozieren müssen. Die meinen, der Mensch hat nicht, der Prominent hat da nicht genug gelitten, der muss jetzt noch mehr leiden. Deswegen lasst einfach
mal die in Ruhe. Sowohl die Mädchen sollen die Leute in Ruhe lassen, wenn es um solche kleinen Dinge geht, als auch die normalen Leute, die das im Grunde gar nicht interessiert, die sich aber irgendwie lustig machen oder ihren Senf dazugeben müssen. Deswegen schreibt einfach in die Kommentare, ob Medien jetzt wirklich einfach mal einfach nervig sind oder ob sie nur sinnvoll sind oder ob sie größtenteils sinnvoll sind. Ich sag jetzt mal, okay, beides kann man natürlich auch sagen. Man kann ja nicht sagen, Medien sind nur nervig oder Medien bringen nur interessantes Zeug. Das stimmt auf jeden Fall nicht. Man muss auch sagen, die Medien tun natürlich auch alles, wirklich alles, nochmal extra bearbeiten. Jede kleine Nachricht muss unbedingt bearbeitet werden. Dass es im Grunde nicht mal mehr die Wahrheit ist. Die tun ja die Wahrheit komplett, die Realität komplett verändern, zerstören. Da wird das, aus so einem Fanfoto, keine Ahnung, auf einmal so ein Nacktskandal. Das machen auch die Medien, das machen ja, natürlich tut es auch der machen, der das Foto macht, der provoziert es natürlich an. Deswegen könnte der Erstschuldige. So, das nervt mich hier ein bisschen. Aber warte mal, ich hab keine Schaufel. Bis ich schlafen kann, tue ich hier noch mal das Loch zu machen, das nervt mich schon ein Stückchen. Natürlich sind auch sowohl die Zuschauer als auch die Medien gleichermaßen mit dran schuld. Dass einfach Nachrichten immer schlimmer, dass sie einfach immer sinnloser werden. Jetzt ist mir auch der Kommentar wieder eingefallen. Jetzt ist der Kommentar mir wieder eingefallen. Am Ende der Folge ist er mir wieder eingefallen. Ja, da hat sich eben jemand aufgeregt. Was ist denn wie der Name oder ob es Mann oder Frau war. Auf jeden Fall hat jemand sich aufgeregt, dass sie das immer bringen, statt vom Krieg zu berichten, der im Ausland ist und was weiß ich, da einfach da mal zu was zu bringen für die Leute, die leiden und so weiter. Natürlich ist es ist wichtig auch durch den das Leid in der Welt festzuhalten, das ist ja so ein bisschen, klingt so ein bisschen fies. Es ist aber wichtig, auf jeden Fall den Leuten zu zeigen, wie gut es überhaupt ihnen geht. Wir uns in Deutschland, uns geht's gut, wir haben keinerlei Probleme. Es gibt im Grunde in Deutschland keine armen Leute. Wenn man sieht, was in Afrika los ist, was in überall los ist, das haben wir in Deutschland gar nicht, das kennen wir gar nicht. Das hungeln wir raus. Deutschland ist eigentlich das reichste Land, kann man sagen. Also wurde es wirtschaftlich einfach so das wirtschaftlichste Land, das es gibt, das reichste, das gebildetste, generell alles, das und das kennt niemand anders. Klar, auch Deutschland hat seine Probleme, aber ganz ehrlich, wir können uns doch überhaupt nicht mal beschweren über irgendetwas. Wir haben doch alles, was es gibt. Wir haben eine laufende Wirtschaft. Wir haben überall Nahrung in allen Märkten. Wir haben übermäßig viele Schulen. Kein kleinen Lehrermangel, aber naja, das ist jetzt auch so eine Sache. Wir haben sehr viele Schulen. Es gibt in China teilweise, es gibt China, Japan, es gibt über den Ländern, denen eben die Wirtschaft jetzt nicht gut ist oder Gesundheit, überhaupt alles, da gibt es Klassen mit über 100 Mann. Das sagen wir was? Maximal hier 30. Maximal 30. Das ist ein Drittel von dem, was da teilweise in ganzen Klassen rumsitzen. Stellt euch vor, hier mit 100 Mann, also hier in meiner alten Schule, da wäre ein Drittel der
der gesamten Schule wäre dort in einer Klasse. Es gäbe nur 3 Klassen. Und das, weil beispielsweise Afrika überall, weil es so ein Mangel von Schul, von Bildung ist, von Medizin. Medizin hat mehr im Grunde mit Bildung weniger zu tun, aber auch einiges. Denn wenn niemand gesund ist, kann auch niemand eine Klasse leiten. Und im Grunde hat sich da jemand noch über den Kommentar aufgeregt. Der hat ihm gesagt, machst du wohl was? Tust du Spenden, hilfst du den Leuten dort? Wieso beschwerst du dich, wenn du selber dagegen gar nichts machst? Und das stimmt auch sogar. Weil, ganz ehrlich, es ist schon gut, dass jemand auch daran denkt, aber anstatt sich nur zu beschweren und dann zu Hause in seinen Jedersessel zu hocken, mit einem iPad in der Hand und einer 50 Euro teuren Uhr, da muss ja irgendwas falsch sein. Man beschwert sich und lebt selber im vollen Luxus. Wenn man zumindest helfen würde, dann wäre es aber, wie gesagt, dann kann man sich natürlich beschweren. Aber wenn man sich jetzt auch, wenn man auch wirklich das Gegenteil von Hilfe macht, wenn man nicht spendet, gar nichts macht, dann soll man sich natürlich auch nicht drüber beschweren, dass die Leute im Ausland so leben, dass es denen so geht. Man beschwert sich immerhin dafür, man würde sich selber einen Strich durch die Rechnung machen. Wieso die Medien auch nichts von sich Krieg, überall von den ganzen Kriegen, die es gibt. Es gibt ja im Moment, also wie viel, 100, so über 100 Kriege, die meisten bekommen wir teilweise nicht mal mit. Also wir bekommen fast alle nicht mit, wir bekommen nur die Großen mit. Beispielsweise da, hier das mit der Ukraine und Russland. Natürlich, man darf sich beschweren, aber man darf sich auch nicht beschweren, dass niemand was macht, wenn man selber nichts macht. Bei den Kommentaren ging es darum, dass niemand hilft. Und wieso soll irgendjemand helfen, wenn man selber nicht hilft? Man würde sich ja damit selber einen Schlag ins Gesicht geben. Und naja. Naja, mehr kann ich auch nicht dazu sagen und die Folge geht jetzt bereits in Überlänge. Und ich verabschiede mich für diese Folge vielleicht, als ich nun dieses Mal ein bisschen über Medien und so, blablabla, vielleicht noch nicht, wahrscheinlich ja weniger. Aber ich habe jetzt zumindest mal relativ viel auf den Punkt gebracht, wie es überhaupt so ist, was da draußen abgeht, weil so kann man ja gar nicht leben. Und naja, jetzt sind wir wieder in der nächsten Folge. Ich habe bis dahin noch kein Thema rausgesucht, aber wahrscheinlich wieder irgend so ein Wissenartiges, wo ich mich selber drüber beschweren kann, ohne was zu machen. Aber ich beschwere mich selber nicht, weil mir tun die Leute leid, die in überall leben, außer in Deutschland. Weil wirklich die Deutschen einfach sich über nichts mehr beschweren können. Nicht über Arbeitslosigkeit. Man entscheidet ja selbst, ob man arbeiten will oder nicht. Hier in den seit einem Jahr gibt es Arbeitsmangel, also Auszubildendenmangel. Die Leute suchen Auszubildende und da gibt's, was ist, wie viel Arbeitslose zurzeit in Deutschland? Alter. So. Muss ja auch sagen, jeder, der sich über Arbeitslosigkeit beschwert, der muss auch natürlich auch was machen. Die Leute in, was weiß ich, überall auf der Welt wären froh, wenn sie arbeiten dürfen. Oder zumindest wenn sie andere Arbeiten verrichten, wenn sie Bildung hätten, wenn sie in der Schule wären. Kannst du mal weggehen, ich töte dich gleich. Geh doch. Was? Ich hab einen Enderman gehört. Und im Grunde, wir beschweren uns jeden Tag darüber, dass wir in die Schule müssen, so früh, und Afrika, die müssen kilometerweit laufen, die müssen da teilweise 10 oder mehr Kilometer laufen zur Schule. Die haben meistens so ein paar Meter oder ein paar Kilometer und die dürfen wir mit Auto fahren, die müssen da wirklich hinlaufen und zurück Hausaufgaben machen und lernen. Und natürlich noch arbeiten.
Wir können in die Stadt gehen, alles machen, einkaufen, was weiß ich. Würden wir Länder tauschen, würden wir auf jeden Fall. Würden. Ja, nichts, weil ich gebe auch zu, ich würde bestimmt auch nicht überleben. Ich würde wahrscheinlich in den nächsten 2 Wochen da verrecken gehen. Aufgrund von. Was weiß ich? Obdachlosigkeit, alles Mögliche. Deshalb können wir uns glücklich schätzen, dass wir hier in Deutschland leben und uns nicht drüber beschweren, wenn mal irgendwelche. Wenn wir irgendwelche komische Fernsehserien im Fernsehen kommen. Es gibt viele Länder, da gibt es überhaupt kein Fernsehen. Und da, wo es Fernsehen gibt, und in den Ländern, in denen es Fernsehen gibt, die trotzdem arm sind, das sind die Reichen, die den Fernseher haben. So. Ja, okay, jetzt habe ich auf jeden Fall mehr zu belangen gemacht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier in Minecraft. Und ich hoffe, das war so eine kleine Belehrung. Da tun wirklich auch die Leute leid. Ich beschwere mich nicht, dass jemand was macht, weil ich, wie gesagt, auch selber nichts dagegen machen kann. Ich kann den Leuten da wieder helfen. Ich würde alles nur verschlimmern. Ich bin solche Arbeit ja gar nicht gewöhnt. Ich will verarschen. Ja, und wie gesagt, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ich zögere nicht weiter raus. Ich werde das wahrscheinlich in 2 Folgen machen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.